Hallöchen und herzlich willkommen zu dem Let's Explore Minecraft. Endlich nach 10.000 Jahren Trailer schneiden und hochladen wollen und nicht klappen. Erkläre ich alles nachher, was da schiefgelaufen ist. Sind wir jetzt doch tatsächlich hier in Hogwarts, beziehungsweise noch vielleicht noch nicht in Hogwarts, aber in Hogsmeade, falls sich jemand dran erinnert. Und ja, also ich erkläre noch mal ganz kurz mein neues Minecraft-Konzept. Das ist nämlich heißt Let's Explore für die Englischsprachigen, die es eventuell verstehen. Also es heißt, lasst uns erkunden. Und ja, was wollen wir erkunden? Wir wollen erkunden die diese zahlreiche Möglichkeit an Bauelementen und Baumöglichkeiten in Minecraft, nicht dass jetzt irgendwelche tollen, so muss man ein Turmburg bauen, sondern ich stelle einfach Welten vor, die ja das wirklich verdient haben, wurden auch vielleicht schon 80.000 Mal vorgestellt, aber ich mache jetzt einfach mal nochmal für mich und auch für die Leute, die das jetzt hier gucken, wahrscheinlich größtenteils die Leute aus meiner Klasse, wenn überhaupt, aber das juckt mich da nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier und lesen mal ganz fröhlich. Die Schilder ist Englisch, aber das werden wir ja wohl hinkriegen hier. Also, welcome to my Hogwarts. Thanks for download. Also, herzlich willkommen in my Hogwarts. Ah, das ist eigentlich auch eine Übersetzung, wo wir gerade übersetzen, denn egal. Dankeschön fürs Downloaden. Steht hier. If impossible, use John Smith Texture Pack. So, was für ein Zufall. Wir haben natürlich das John Smith Legacy 1.8 Texture Pack. Das habe ich natürlich jetzt schon reingehauen. Gucken wir mal in die Kids da rein. Ja, was nehmen wir mal mit, ne? Ich weiß jetzt nicht, was uns das bringen soll. Ach, wir sind ja gar nicht im Kreativmodus. Das werden wir wahrscheinlich eh noch machen. Wir machen das mal so, weil wir wollen jetzt ja nicht hier langlaufen. Dauert ewig. Steht jetzt da. Set Night. Sleep to Spawn Point. Ach so, wahrscheinlich. Falls man stirbt, dann spawnt man wahrscheinlich sonst wo. Aber wir lassen uns jetzt hier mal spawnen. Monster sind aus. Also brauchen wir das Schwert eigentlich nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. So, gut. Wir sind jetzt hier in Hogsmeade. Also. Harry Potter, auf den Spuren von Harry Potter sozusagen, sind wir hier jetzt in Hogsmeade. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Und in dieser Folge würde ich eigentlich erstmal die Umgebung, Quatsch, nicht die Umgebung, die kommt nächste Folge, Hogwarts an sich von innen mal ein bisschen klären, so. Das bisschen auch die kleinen Macken an dieser Map zeigen. Ich habe mir da schon ein bisschen vorbereitet, da ist einiges. Also, man denkt so, boah, die sind doch bekloppt, die das gemacht haben. Also haben die einen Haufen Arbeit gemacht und dann nächste Folge so Umgebung vielleicht. Vielleicht kommt noch eine, weil es einfach zu lang wird. Mal sehen, wie das so klappen wird. So, gucken wir jetzt mal hier. Follow the left ray to reach Hogwarts. Also wir wollen Hogwarts noch nicht erreichen. Scrivenhaft. Sind jetzt alle Gebäude mit Grasboden. Applaus, Applaus. Sind jetzt hier dargestellt in einer riesigen Map. Und wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um hier. Vielleicht erkennt man ja das ein oder andere. Den Pub vielleicht noch, wo sie immer ihren komischen Honig, ihr Honigdrink da getrunken haben. Falls sich dann noch jemand dran erinnert, hier ist kein Schild dran. Dann lohnt sich das auch nicht reinzugehen, wenn die auch nur Grasboden auf dem Boden haben. Ist auch nicht so wichtig. Gut. Ja, was haben wir denn jetzt hier? The Hogshead. Das kommt mir schon. Ja, guck mal. Sieht aus wie so ein. Guck mal, hier sind sogar Tränke drin. Guck mal. Ach so, die sind aber leer. Ja, das sieht aus wie so ein kleiner Klassenraum, aber wir sind ja noch nicht in Hogwarts. Also, wenn ihr das verstehen wollt, guckt euch einfach mal noch hier nebenbei nochmal alle Harry Potter-Teile an. Die Vorstellung wird mindestens genauso lang. Also, einfach nebenbei laufen lassen und dann. Ach, das zeigt der ja gerade. Ah, cool. Ja, gut, macht, was ihr denkt. Da waren wir, von da kommen wir. Da ist dieses Schild. Schild. So, was haben wir jetzt hier? Honeydukes. Das klingt nach etwas. Nee, auch nicht. Ach, hier ist wahrscheinlich dieser Honig gelagert. So eine Art Lagerraum. Für den Honig. Gibt ja leider keinen Honig, deswegen konnte ich das auch nicht machen. Devilish and Bangles. Das klingt auch irgendwie. Das ist, glaube ich, so ein Laden. Aber ich verwechsel es, glaube ich, gerade mit der Winkelgasse. Die habe ich übrigens noch nicht entdeckt. Vielleicht kommt man da irgendwie hin. Da müssen wir mal gucken. Also man kommt ja in die Stadt. Im Film mit diesem Flohpulver da, was man ins Kluft. Ist Feuer streut, genauso kann man sich teleportieren. Kaffee. Und dann könnte man so in die Stadt. Ich weiß aber nicht, ob das hier geht. Also, ich habe schon so ein bisschen vermutet, dass es das doch gibt, weil ich gesehen habe, was sie hier alles gemacht haben. Das kommt alles. Aber wir gucken uns erstmal, wie gesagt, Hogsmeade an. So, Madame Puddyfoots. Was haben wir jetzt hier? Noch so ein
Raum, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Bar darstellen soll. Weißt du, dann stehen die hier so einmal ein Honigmelon-Drink und dann gehen sie hier tschick, 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 machen hier tschick, tschick, und dann können sie hier noch Kräuter pflücken, so reinhauen und dann können sie den Kack hier verkaufen, so bitteschön. So ungefähr. Ich denke mal, das soll das darstellen, warum die Tische jetzt rosa sind. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil es von der Frau ist, ne? Madame. Aber ich suche immer noch diesen einen Laden. Glodrex, was auch immer das ist. Wollen Sie mitnehmen, die Rüstung? Köpfe? Ui. Oh ja, wollen Sie die Rüstung mitnehmen? Also ich habe mir das noch nicht alles angeguckt hier. Haben wir noch irgendwas? Guck mal, da sieht man schon den Zug. Den Hogwarts Express. Die sind mal so geizig. Was haben wir da oben schon? Andere Rüstung, ne? Ja, das war klar. Die sind mal so geizig, nehmen uns einfach mal die Rüstung mit, ne? Warum nicht? Haben wir jetzt erstmal volle Rüstungspunkte. So, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon in Hogsmeade so langsam durch. Guck mal, da sieht man den Schatten. Ich habe die Sichtweite ein bisschen kürzer gemacht, damit wir einigermaßen flüssig durchkommen. The Three Broomsticks. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind wahrscheinlich alles so eine kleinen Pubs. So eine kleinen Cafés and Bars. Wo ich jetzt nicht so. Bin ja nicht so der Experte. Ich meine Post. Das kann ich jetzt nicht alles sagen. Krass, haben die Truhen auch wirklich alle gefüllt. Das finde ich ja mein Respekt. Komm, wir gucken uns einfach. Die haben ja Zeit, ne? Also wenn ihr das nicht. Oh. Nein. Frame-Einbrüche. Frame-Einbrüche. Wenn dich das hier interessiert, ne? Dann spul einfach ein bisschen vor, wenn es dann wirklich zu Hogwarts geht. Oh Gott, es ist auch so flüssig gelaufen gerade. Was ist denn jetzt hier los? Warte, ich guck mal ganz kurz was hier. Ja, hier alles wieder okay, ne? Alles wieder im grünen Bereich, würde ich sagen. Gut, dann machen wir fix weiter. Jetzt bin ich voll aus dem Thema gebracht hier. Den Scheißrucklein, aber es dürfte jetzt eigentlich besser wieder laufen. Ja. Mit hängt hier gerade alles ein bisschen hinterher. Tastatur? Gut. Also, hier haben wir jetzt Hogsmeade ganz schnell abgecheckt. So fett ist das ja gar nicht. Können wir uns vielleicht nachher noch alles nochmal von oben angucken. Aber jetzt begeben wir uns erstmal in den Zug. Oder an den Zug. Ich weiß gar nicht, ob man da reinkommt. Hogwarts, ja, alles ausgeschüttet. Aber komm, wir gucken mal rein. Guck mal, hier richtig mit Schienen. Und da hinten geht's dann sozusagen weg. Und hier sind dann diese einzelnen Abteile. Welcome to Hogsmeade, auch so ein Schild hier. Ja, und hier sitzen dann die immer Harry, Ron und Hermine. Kommt man hier irgendwie weiter? Ach so, raus. Ja, so eine Art Notausgang hier oder was? Ja, genau, kommt man dann hier raus. Hier sitzen die dann immer und dann fährt hier die alte Dame lang mit dem Süßigkeitswagen. Wollte ich hier was Süßigkeiten haben? Aber gut, wir wollen das hier auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Gehen wir mal fix wieder raus. Kisten ist nichts drin, irgendwie so in Dings hier. Oh, guck mal, was ist da? Ach, Kiste, die geht nicht auf. Okay, gut. Ja, schlau. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Nicht in die Schienen kommen könnte äußerst unangenehm. Und da sieht man schon etwas vom Hogwarts. In der Ferne heran, herauf, wie auch immer man sagen, es blinkt. So Hogwarts, alle 3 Meter ausgeschildert. Was sind das da unten? Guck mal. Ich glaube, die Map war noch nicht ganz fertig. Das wird man an der einen oder anderen Stelle noch sehen. Was ist das denn? Wer weiß, wo das Signal hingeht, ne? Zum Beispiel, es gibt. Ich verrate wieder viel zu viel. Ey, aber ich sag's mal kurz. Es gibt nämlich auch so ein. Dieses Labyrinth, ne? Aus dem vierten Teil. Ist teilweise auch nachgebildet, aber wirklich nur so ein kleines Stück. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie mal geupdatet wird, aber das sah nicht so aus. Ich könnte mich ja nochmal informieren. Wo geht's dahin? Hogwarts. Und hier? Ja, wir wollen ja erstmal nach Hogwarts, ne? Da wollen wir nicht vergessen. Dann sprinten wir hier mal hoch. Und lassen erstmal alles außer Acht hier. Und wirklich, ich sag euch, dieses Hogwarts ist wirklich Hogwarts. Also das ist wirklich arschgroß. Wir werden uns wahrscheinlich heute noch 20 Mal verlaufen. Aber wir kriegen dann fix einen Kreativmodus. So. Und diesen Teil hier, den müsste man eigentlich im Trailer gesehen haben. Aber der Trailer ist ja nicht da. Oh, bitte. Ja, folgende Geschichte. Ich gehe mal jetzt hier den Brücke lang und erzähle das mal. Ich habe einen kleinen Trailer geschnitten für dieses Projekt. Habe da urheberrechtlich geschützte Musik verwendet. Ja, wurde dann gleich gesperrt. Und dann habe ich halt die angeschrieben: Ey, Leute, das ist doch gar nicht der ganze Titel. Ich verdiene kein Geld damit. Und ich könnte das ja halt doch noch wieder auf YouTube raufmachen und haben sie gesagt, nee, geht nicht, wegen Urheberrecht, pipapo. Ja, Hans Zimmer hat sich da, also nicht, dass ich jetzt mit dem persönlich gesprochen habe, um Gottes Willen, aber ich habe halt mit denen ein bisschen kommuniziert. Aber es ging dann tatsächlich nicht und ich habe überlegt, ob ich das Video, ich habe das jetzt in meine
Dingsdatei in meinen Google Drive hochgeladen. Das schmeiße ich einfach unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das trotzdem angucken. Scheiß auf YouTube. Oder die GEMA, aber das war einfach normales Urheberrecht. Kann ich ja irgendwie auch noch verstehen. Das ist dann einfach unten in der Videobeschreibung. Müsste eigentlich klappen, wenn es nicht da ist. Dann hat es auch nicht geklappt. Einfach nur nebenbei. Und gut, da sind wir auch schon Hogwarts. Das war auch hier die kleine Geschichte. Mal am Rande. So, hier haben wir. Das soll, wenn mich nicht alles irrt, einen kleinen Troll darstellen, der im ersten oder zweiten Teil für Unruhe gesorgt hat. Da geht's gleich runter. Aber natürlich gehen wir erstmal, wie auch immer, an jedem Schuljahresanfang erstmal in die große Halle rein, ne? Und da sieht man auch schon die ganze Pracht oben mit Wasser, wenn ich mich nicht irre. Auch überhaupt nicht aufwendig, da überall Wasser hinzumachen. Und dann sitzen sie hier. Warte, ich muss mal überlegen. Ich glaube, wir sind falsch. Hier dürften die Tische sein. Dann ist, glaube ich, Slytherin. Das ist dann hier Gryffindor. Hufflepuff sind, glaube ich, die. Und die anderen fallen mir gerade nicht ein. Ja, genau. Und dann sitzen die ja alle und schnabulieren ihr geiles Frühstück, ey. Oh, wenn ich das jetzt hätte. Das wäre der Hammer. Oh, was ist denn los heute hier? Das geht dann immer 2 Minuten am Stück. Und dann bricht es wieder ein, ne? Wie so die Titanic in Eisberg rein. So wird zum. Na, die Titanic kommt auch noch irgendwann. Ja, ich versuche mich jetzt mal hier durchzuruckeln. Aber das warum denn? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, Alter. Dann steht hier vorne der Gandalf und sagt: Herzlich willkommen zum neuen Schuljahr. Habe ich übrigens auch. Jetzt sind noch Ferien, aber in der Woche sitze ich wieder in der Schule. Herzlich willkommen in neues Schuljahr. Und dann labert er ein bisschen und dann sind dahinter mir jetzt die ganzen Lehrer. Ah, da, oh, das ist noch ein Geheimgang. Oh, Geheimgang. Sitzen die alle hier und grinsen ins Publikum und dann sitzt irgendwo Snape und guckt böse und überhaupt. Und die neue Lehrerinnen werden vorgestellt und so. Ja, wie das dann immer so ist, ne? So, jetzt geht's auch gerade wieder. Ja, komm, wir gucken mal, kommt man hier rüber? Natürlich nicht. Geht man hier so rum? Ist da irgendwas Cooles? Guck mal, Geheimgang. Geheimgang, aber ganz leise. Ja, toll, ich freue mich. Was das jetzt auch wieder gebracht hat, ich werde das nicht verstehen. Von diesen kleinen Gängen so einige. So eine Doppeltür, so eine Ecktür. Werde ich nicht verstehen, muss ich auch nicht verstehen. Ja, das ist die große Halle. Also schon mal ziemlich nice. Ich fliege jetzt erstmal nicht rum, haben wir noch nicht nötig. Ich renne lieber über den Tischen rum. Und hier auch diese ganzen Fackeln, ne, die in der Luft hängen, auf Zäunen. Sind natürlich auch alle. Und ich habe, glaube ich, mal eine andere Hogwarts-Version gesehen. Da waren in der Luft tatsächlich nur Fackeln. Da haben die das irgendwie gekriegt mit irgendwelchen Luftblöcken. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ich bin jetzt nicht so der Experte, dass in der Luft wirklich nur Fackeln waren und nicht noch irgendwie so Zäune oder so. Ja, ich würde sagen, jetzt geht die Sonne auch draußen unter, aber gut, das lassen wir jetzt immer mal so. Und wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Und jetzt wird man dahin kommen, was einfach jeder kennt, ne? Hier die berühmte, wie sagt man, Halle, es ist ja nicht. Einfach dieser Riesenraum mit den ganzen Treppen, die sich jetzt logischerweise nicht bewegen. Entschuldigung, war jetzt hier nicht möglich, glaube ich. Und wie man hier schon sieht, guck mal. Man könnte jetzt ja denken, das ist ja Hogwarts, ist es aber nicht, das ist jetzt einfach totaler Zufall, dass jetzt hier in diesem John Smith Texture Pack einfach so eine Burg ist. Oder wenn sie unten rechts der Toshiba PC Health Monitor, der geht aber gleich wieder weg. Ja, gut. Ich würde sagen, wir grasen das einfach mal mehr oder weniger einfach von unten jetzt ab. Ich glaube, unten war nicht so viel, aber gut, was. So, gehen wir jetzt erstmal hin. Und diese ganzen Bilder, die hier rumhängen, ne? Falls sich jemand erinnert, im Film sind da einfach immer welche Leute, die Bilder quatschen dann ja und dann gehen die auch von Bild zu Bild und, ja, ist diese Frau mit ihrem Glas da, die das anschreit. Ich gehe mal ganz kurz hier runter, ob hier irgendwas ist. Da sind halt hier überall diese Gänge, die einfach, wo man denkt, die führen einfach ins Nichts und am Ende kommt sonst was. Oder? Doch, vielleicht doch nichts. Guck mal, ist hier. Ja, guck mal hier. Das könnt ihr schon mal vormerken. Diese Geräte hier. Seht ihr diesen Faden? Warte, dann gehe ich doch mal kurz in Kreativmodus. Das geht zum Glück. Wenn ich da jetzt rüber gehe, komme ich irgendwo hin. Aber ich fliege jetzt einmal ganz galant rüber. So, guck mal, die führen jetzt da, die gehen jetzt da so lang. Und wenn ich dann darüber fliege, falle ich da nicht rüber, kann weiterlaufen. Oh, hat doch nicht geklappt. Ja, das ist halt der Witz, ne? Die Räume sind gar nicht wirklich aneinander. Die sind einfach halt durch diese Dinger sozusagen miteinander verbunden. Wenn ich da jetzt rüberlaufe, bing, dann lande ich einfach hier. So, ich werde jetzt aber mal gucken. Wenn ich da jetzt rüberfliege, müsste eigentlich gehen. Ja, dann lande ich jetzt hier. So, sind wir hier irgendwo. Lol. Ist einfach ein Gang. Aber der dürfte einfach eigentlich ins Nichts führen, weil halt nichts ist. So, wir können mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Ja, hier. Was könnte das sein?
Ruckel nicht, du Spassi. Alter, ich verstehe das nicht. Dann ist er da, ist er wieder okay. Jetzt hakelt er sich hier wieder fest. Ich gehe einfach mal hier lang. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich will mich eigentlich wirklich nicht überlaufen. Ich will das eigentlich wirklich einigermaßen abgrasen. Was ist das denn hier? Sieht aus wie so ein Milchglas. Was ist das? Nee, das ist Eis. Das ist Eis. Was soll das darstellen? Sieht aus wie so ein Portal. Was ist da hinten? Ich würde mich jetzt ja gerne durchbauen, aber nein. Wenn da keine Tür ist, dann soll man sich doch nicht durchbauen. Also machen wir das auch nicht. Dann gehen wir schnell wieder zurück hier. Was ist hier? Ach, guck mal hier. So eine. Hier sind, glaube ich, diese ganzen Brautränke. Da ist nichts drin, nur diese Wasserdinger, ja. Hier war eine Treppe. Wir gehen mal wieder schnell zurück. So, wir kommen von hier. Diesen langen Gang. Jetzt sind wir halt im Kreativmodus. Ist jetzt auch nicht schlimm. Da unten sieht man schon, wie wir teleportiert wurden. Also mit diesen Fäden wird halt ein Command-Block aktiviert, der uns dann irgendwohin teleportiert. So funktioniert eigentlich das ganze System hier. Was man noch oft merken wird. So, Slytherin. Da geht es einfach zu den Räumlichkeiten von Slytherin. Da rennen wir einfach mal hin. Einfach mal schnell hin. Auch wenn Slytherin vielleicht nicht so gemocht wurde. Wegen dem scheiß Malfoy. Wie lang, ey? Guck mal, die sind da so in großen Halle und dürfen dann erstmal einen halben Kilometer laufen. So, und dann ist es so, falls sich mal erinnert, das hatte ich auch vergessen, das hat mein Cousin mir erklärt. Es ist ja so, bei einem Film, da müssen die mit den Bildern reden. Ey, Kumpel, lass mich mal rein, ich bin von Slytherin, ich bin Malfoy. Und dann machen sie sozusagen die Tür auf und dann können sie reingehen, so, zack. So, ist das halt hier gemacht, mit diesen Geheimgängen. So, und jetzt hier sieht man die Räumlichkeiten von Slytherin. Die sind echt ziemlich krass detailgetreu gemacht. Also wenn ich erinnere mich da an eine Szene aus dem zweiten Teil, glaube ich, wo sie diesen Trank schlucken, wo sie dann so aussehen wie die anderen. Und da sitzen die ja auch. Und da sieht das auch einfach mal exakt so aus. Das ist echt ziemlich gut gemacht. Hier sind dann die Schlafmöglichkeiten spärlich eingerichtet, beziehungsweise gar nicht eingerichtet, wenn ich mir die paar Betten angucke. Hier ein kleines Kaminfeuer. Und das war's auch schon wieder. Also da haben wir echt Glück. Hier haben die keinen Fernseher, keine PlayStation, nix. Ja, die müssen da Karten spielen oder was anderes. Oder sich gegenseitig mit Stupor zuspammen. Ich weiß nicht, was sie da damals gemacht haben oder im Film. Aber ich weiß nicht, hattet ihr auch mal das Gefühl, dass ihr euch gewünscht habt, auch mal in Hogwarts zu sein, so, wenn man. Also ich weiß nicht, ob ihr auch so im Harry Potter-Wahn war, wo man dann alle Bücher gesuchtet hat. Das habe ich nämlich gemacht. Vielleicht seid ihr nicht so die Leser, aber ich habe die echt alle gesuchtet und dann bist ihr auch voll drin in der Geschichte und willst einfach auch mal dahin. So, da stellt man sich so vor. Alter, da mal hin und einfach mal alles angucken, einfach mal rumlaufen. Und wir kriegen ja sozusagen die Möglichkeit, das einfach mal zu machen, auch wenn es in Minecraft ist. Aber ist auf jeden Fall geil, da kommt doch so einiges. Was jetzt hier nice ist. Wenn nicht so viele Frame-Einbrüche passieren, dann. Ich hätte mal nichts sagen sollen. Dann wird das auch einigermaßen erträglich. So, was haben wir jetzt hier? Basement. Ja, Basement ist sozusagen die Basis. Das gucken wir uns, also die Basis, nicht in Harry Potter, sondern die Basis im Spiel, also woraus dieses Hogwarts eigentlich besteht, ist die Basis sozusagen. Das gucken wir uns einfach mal nachher an. Jetzt, wo wir nichts sehen müssen, ja, meine Langlaufe ist gar nicht so schlimm. So, gut. Wir haben jetzt nichts verpasst, geht einfach mal weiter hoch. Das wird noch sich ein Weilchen ziehen, aber wir haben ja Zeit. Boah, Alter, hör bloß auf, doch. Ich krieg Grieß. Ist hier irgendwas was Tolles? Ne, ist einfach nur ein kleiner Umweg. Gehen wir mal hier hoch. So, jetzt müsste da irgendwie stehen, First Floor oder so. Ja, First Floor Stone Bridge. Wenn wir jetzt da lang gehen, was können wir einfach mal machen? Oh, dann. Oh, Alter, ich hab Angst. Hör auf. Dann kommen wir jetzt hier gleich. Oder sind wir schon auf der Brücke? Ich weiß gar nicht. Sind wir jetzt hier auf der Brücke? Ja, laufen einfach mal hier lang. Ruckeln uns einfach mal durch die Gegend. Ah, jetzt kommt die Brücke, die eine sehr schöne große Brücke. Und die, guck mal, also wir halten uns eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Bereich auf hier. Jetzt hackt sie ja nicht. Das ist eigentlich nur der, wo wir sie die ganze Zeit aufhalten. Da sind alle Räumlichkeiten drin. Ah, guck mal hier. Das geht noch einfach tausendmal weiter, Alter. Das ist doch krank, wirklich. So, was haben wir jetzt hier? Ich renne einfach mal hier rum, ne? Ich weiß nicht, also so kenne ich Harry Potter auch nicht auswendig. Ich jump hier einfach mal runter. Wer weiß, wo wir jetzt rauskommen hier. Oh Gott, ey. Roter Teppich, weiß nicht, ob irgendwie eine Anschaltung. Stonebridge. Ah, ich weiß, wo wir rauskommen. Bathroom, oh, ich. Bathroom.
Ravenclaw. Ach so, hieß Ravenclaw. Da ist der letzte Ding. Also Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff und Gryffindor. Jetzt habe ich alle. So waren die. Also die müssen auch ein ganz schönes Stück laufen. Gryffindor hat es da besser. Das wird man nachher noch sehen. Wo sind wir denn jetzt hier angelangt? Also was zum Bathroom, ne? Das wird man noch. Das würde ich mir aber eigentlich gerne aufsparen. Ist das ein Bild? Nee, ne? Nee. Ja, das würde ich mir gerne aufsparen. Oder ob ich das jetzt schon mache? Dann haben wir es weg. Ne, jetzt bin ich hier. Scheiß drauf, ich mache das jetzt. Wir sind hier, weißt du, wir haben Zeit. Ich renne jetzt hier ein bisschen rum. Warum nicht? Oh, der Mond hier direkt durchs Fenster. Cool. Ja, wir reden jetzt erstmal hier zu Ravenclaw. Vielleicht sind die ein bisschen besser eingerichtet als Slytherin. Übrigens ein kleiner Zungenbrecher, ne? Slytherin. Also erst S und dann die H. Slytherin. Ist nicht ganz so einfach. Ah, schade, kein Vollmond. Also werden wir auch nicht hier Dings treffen, der sich wie ein. Der sich in. Lol. Der sich in einen Werwolf verwandelt. Apropos Werwolf. Ich wollte eigentlich noch Musik im Hintergrund einspielen, aber das mache ich mal lieber doch nicht, sonst kriege ich wieder Probleme mit YouTube. Urheberrechtliche Musik. Das Risiko will ich nicht eingehen. Und wenn ihr jetzt einfach das Flair von Harry Potter haben wollt, geht ihr einfach. Alter! Ich will das Flair von. Ohne Hacken, Alter. Ich verstehe das nicht. Ich mache einfach weiter. Wenn ihr das Flair haben wollt, geht einmal YouTube. Jetzt lasst ihn nebenbei laufen. Wenn ihr jetzt das Indies, das Ruckel, kommt meistens immer dann, wenn es nicht spannend wird. So. Dann macht einfach irgendwelche Musik. Wie hoch, ey. Macht euch die Musik von Harry Potter an, eine Playlist auf YouTube oder Spotify oder was auch immer ihr habt. Macht einfach das an oder lasst laufen. Bisschen leiser, damit man ja auch noch ein bisschen hört. Und dann ist das gut. So, was haben wir jetzt hier? Ravenclaw. Die sind also so ein bisschen blau. Also nicht blau, sondern ihre Farbe ist blau. Dann haben wir wieder den kleinen Raum mit den Tischen und dem Kamin, der fröhlich brennt. Warte, ich guck mal ganz kurz die Aussicht hier. Schöne Aussicht. Da hinten haben wir es. Bisschen, das glaube ich. Von da kommen wir auch. Wir müssen hinten so im Schatten. Bisschen die Sonne untergehen. So, oder aufgehen. So, hier geht ja noch den Schlafgemach sozusagen. Aber da habe ich jetzt keinen Bock, mich da hoch zu ruckeln. Ich gehe einfach mal jetzt hier lang. Ja, guck mal, jetzt geht's wieder. Ich verstehe es nicht. Ich werde das nicht verstehen, wieso das dann auf einmal immer wieder geht. Weiß, ob der wie andere noch andere Chunks lädt, also andere Weltenbereiche. Ich muss es nicht verstehen, ne? Es geht ja eigentlich auch mehr ums Prinzip. Glaskack, wenn es hier ein bisschen rumruckelt, aber. Ist egal, ne? Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, also Ravenclaw hat noch einen weiteren Weg als Slytherin. Das ist nicht nur ein halber Kilometer. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Krass. Warte, was ich auch gerne machen würde, die Statistiken zu gucken, wie viele Blöcke die gesetzt haben. Das müsste man eigentlich auch sehen. So, gut, das können wir immer noch machen. Dann gehen wir jetzt mal hier lang, wieder zurück. In Zukunft sozusagen. So, von da kamen wir von. Ne, wir kamen von da. Von da. Okay, merken wir. Wir müssen nach da, Stonebridge. Okay, gut, wissen wir. Jetzt haben wir hier Moaning Myrtles. Das ist die heulende Myrte. Heulende? Weinende? Weiß ich nicht. Also diese Geister. Bathroom. Transfiguration. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Also Transfiguration, was das jetzt nun ist. Und dann Cut-Yard. Ist, glaube ich, so ein Yard ist ja eigentlich so ein, ja, so ein Hof. Guck mal, hier sind sie auf dem Dach. Ist ja auch geil. Kann man hier ein bisschen. Ach, guck mal, da unten kann man in den Hof gucken. Cool. Aber gut, wir wollen, das ist jetzt nicht so spannend. Wir wollen eigentlich in den Bathroom und der ist geil, sage ich euch. Der ist geil. Da kommen noch Cut-Yard. Was ist das denn hier? Komm, den Bathroom, der ist so geil, den sparen wir uns ein bisschen auf. Machen wir dann als nächstes. Hier kommen. Bank. Hier kommen wir jetzt. Ah, in den Hof, den wir eben gesehen haben. Mit Brunnen. War da nicht eben noch ein Brunnen? Ach so, von oben. Okay. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Alter, was ist los heute? Gut, vielleicht ist es ja auch nicht nur heute. Ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir diesen großen Gang. Der. Was ist Transfiguration? Was ist halt. Ist das ein Fach, ne? Wisst ihr, was heißt denn Transfiguration? Mal, da ist noch ein Weg. Der wird kein leichter Lein sein. Der wird steinig und schwer. Ah, ich verlaufe mich. Ich guck mal, wo es dahin geht. Mal sehen, vielleicht finden wir was Spannendes. Aber ich glaube, hier ist Ende im Gelände. Hier geht das noch ewig weiter, Alter. Also, was steht da? Warte. Library. Ach so, hier Flitwicks. Dieser, das ist glaube ich der. Ach, Flitwick, das ist der Hausmeister mit seiner komischen Katze.
Alter, das müssen wir nicht sehen. Das ist nicht so spannend. Spannend ist umso mehr der Bathroom. Also ich sag euch, man kann sich hier Jahre drin aufhalten in diesem Ding. Weil ich, das ist, glaube ich, so ein Kreis. Ich renne jetzt einfach mal rum. Ja, wie so ein Geist fliege ich hier eigentlich. Jetzt kommen wir wieder in den Garten. Oh, Alter. Ich habe Angst. Oh, wieso geht das nicht? Wo kommen wir denn jetzt? Von hier, glaube ich. Kommt man hier rein, ja. So. Da geht's irgendwo hin. Aber hier wollen wir jetzt schnell zurück. Oh, guck mal hier. Hier, Transfiguration, Classroom. Auch hier ist einfach ein Raum, ein Klassenraum. Aber was ist denn Transfiguration? Ist das vielleicht einfach Zauberei? So, der Experte in Englisch bin ich jetzt auch nicht, dass ich diese ganzen Fremdwörter kenne. Das sieht auch irgendwie cool aus. Ob das irgendwas darstellen soll an der Decke? Weiß nicht. Na gut. Transfiguration. Ja, vielleicht gucke ich nach. Vielleicht blende ich da unten, vielleicht steht hier unten jetzt irgendwo Transfiguration gleich, was das heißt, ne? Vielleicht blende ich das jetzt da irgendwie ein. Also wird wahrscheinlich passieren, wenn ich das jetzt so sage. So, wo müssen wir denn jetzt wieder zurück? Also Transfiguration, was auch immer das ist, wird jetzt stehen. Gut. Wo muss ich jetzt wieder zurück? Wie gesagt, man verläuft sich hier sehr schnell. Kommen wir von hier? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wo geht's denn dahin? Das ist auch ein Schild. Oh. Ah, guck mal! Ah, geil, das sind diese Gewächshäuser. Sehr geil, die gibt's ja auch. Da, wo die ganzen Viechern immer. Alter, wo geht das denn hier hin? Ich verlaufe mich doch. Also habe ich sowieso. Sowieso schon. Ja, guck mal, hier siehst du, es ist gar nicht alles gefüllt. Die haben ein bisschen gefixt. Rumgedingst. Gedingst. Hä? Wo sind wir? Steht da? Bell Tower. Okay, also Glockenturm. Osten. Bell Tower West, also Glockenturm einfach. Ah, es ist das. Nee, doch nicht. Ich dachte, das ist das mit den, wo die Eulen immer sind. Aber wo ich frage, wo kommt man da hin? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Ja. Toll. Ah, ja, das ist von da kommen wir. Wo geht's dahin? Oh, wir verlaufen uns doch. Lol, hä, das ist doch das Gleiche. Na gut. Gut, dann ist es doch nicht so unauswegig, hier wieder rauszukommen. Ach, das ist ein. Also wirklich Hut ab vor den Leuten, die das gemacht haben. Ich weiß, muss ja. Das kann ja unmöglich einer machen, da wirst du ja krank. Guck mal, was da hinten ist. Einfach das Gewächshaus hier, ne? Ja. Ach, guck mal, hier, jetzt sind wir jetzt schon wieder draußen. Ey, das ist doch, ey, ohne Witz. Also, der das gemacht hat, keine Ahnung. Der muss doch auch schon angefangen haben, als Minecraft es gab. Das kannst du doch unmöglich innerhalb von einem Jahr machen. Also, da musst du doch mindestens 20 Leute zusammen haben, die sich auch dann noch hammergut mit Dings auskennen. Von wo kommen wir eigentlich? Ich habe schon wieder komplett den Faden verloren. Hä, bekloppt. Warte, wie kam er von da hinten? Ja, also wirklich Hut ab, sage ich nochmal. Weil wirklich das halt. Also. Das ist echt krass. Hä, von wo kommen wir denn bitte? Kommt von hier? Ah, ja, ich hab's gefunden. Applaus. Ich weiß wohl ja, wo ich zurück muss. Die Treppe ist auch sehr eng hier. So, jetzt aber Bathroom, ne? Was heißt hier Bathroom? Ist ja nicht nur Bathroom. Vielleicht erinnert sich ja schon jemand an den zweiten Teil. Ja, jetzt habe ich schon viel zu viel verraten. Bathroom, Bathroom. Moaning Myrtle, Bathroom. Jetzt hängt sie da feuchtfröhlich an zu hacken. Ist da in den Toiletten was drin, ne? Außer der Toilette natürlich. Eine doofe Frage. Na gut, egal. So. Warte, ich mach mal die Mucke an. Die Minecraft-Dings. Das habe ich sogar aus, ne? Ja. So, zack. Kann mich jetzt ein gewisses Schalten. Alter, Minecraft, hör bloß auf hier. Chamber of Secrets. Was heißt das? Das ist die zweite Teil. Kammer des Schreckens. Ist das. Die gibt es auch, Leute. Wirklich. Ohne Witz. Das ist kein Witz. Ich drücke jetzt auf den Schalter. Man hört was. Der Schalter geht nicht nach oben. Geil. Warum auch immer. Und hier müsste jetzt eigentlich sich was geöffnet haben. Ja. Und jetzt geht es darunter. Es gibt sie wirklich. Die Kammer des Schreckens. Die Leute waren so krank und haben die echt entworfen. Ich werde das nicht verstehen. Jetzt fuselt man sich hier so ein bisschen durchs Gestrüpp. Oder besser gesagt, durchs Gestein. Die müssen den Gang ja auch angelegt haben. Die Höhle hat mich gerade erschrocken. Da kannst du ja unmöglich alles schon so fertig haben. Das wäre ein Riesenzufall. So. Alter, hör auf. Jetzt haben wir hier, jetzt muss man ein bisschen rumlatschen. Jetzt kommen wir gleich in so einen Weg, wo man sich entscheiden muss. Ich weiß natürlich, wo wir abbiegen müssen. Ich
So, jetzt kommen wir in so ein Rohr. Das ist ja eigentlich die Kanalisation. So, und da, wo jetzt die Fackeln sind, da müssen wir. Zwei Fackeln. Wir müssen jetzt hier weiter. Und jetzt, Leute, macht euch schon mal fast gefasst. Geht hier wieder ein bisschen nach oben. Ja, ich glaube, wir sind doch richtig. Und jetzt guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an. Nee, doch nicht. Doch, 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 doch. Hier richtig. So, jetzt ist dieser Schalter. Dann geht das auf. Mit 80 Jahren Verzögerung. Und dann kommen wir hier rein in die Kammer des Schreckens. Zieht euch den Scheiß mal rein, Alter. Die haben die ganze Kammer des Schreckens gebaut. Das sollen hier diese Schlangenköpfe sein. Und im zweiten Teil kämpfen die ja hier gegen dieses Vieh da hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch hier zu sehen ist. Und dann kommt hier überall Wasser raus und so. Ey, das ist echt. Also, das ist echt. Also, als ich das. Ich wusste, ich habe mit meinem Cousin war hier und da haben wir uns mal ein bisschen umgeguckt hier. Hat er gesagt, guck mal, ob es die Kammer des Schreckens gibt. Ich so, ja, gucken wir mal, suchen wir mal den Bathroom. Haben wir 80 Jahre gebraucht. Und dann gibt es halt. Also, ich bin hier. Was ist das jetzt hier? Hier kommt irgendwo Wasser raus. Nee? Rennwasser. Guck mal, hier geht's da irgendwo hin. Ja, Alter, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Nix. Okay, ich dachte jetzt. Diese Map macht mich krank. Das müsste jetzt eigentlich weg sein. Ja, ist weg. Okay. Gut, ist hier noch irgendwas Spannendes hier oben irgendwie? Na, flieg. Ja, also wirklich. Hier dann, ne, diese ganzen kleinen Dinger. Hier sind dann die ganzen Abflüsse. Die will ich jetzt nicht alle einzeln abgrasen. Das ist ja ein bisschen übertrieben. Ja, alle, also wir haben schon. Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf, ey. Also ich bin noch krank. Wahrscheinlich wird das dann wahrscheinlich 10 Folgen haben oder so. Ich kann auch dann einfach jetzt hier beenden erstmal. Aber dann stelle ich mir jetzt da oben hin. So, und dann mal einfach gleich einen Cut. Und dann geht es einfach gleich weiter. Warte, wo ist er? So gut. Ich würde sagen, ich fliege ja immer noch. So, ich gucke mir das jetzt hier mal an. Jetzt hört auch auf zu ruckeln. Geil. So, also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf die nächste Folge. Vielleicht kriegt ihr dann dieses unglaublich sterbende, ja, nervende Hacken weg. Das hier jetzt läuft alles flüssig. Ich kann jetzt hier mit 40 FPS, ist alles easy. Und dann bricht es ein, da bin ich noch 15. Ich verstehe es nicht. Aber gut, wir kommen einigermaßen durch. Kammer des Schreckens, die haben schon eins der geilsten Sachen überhaupt abgehakt. Da ist auch noch so roh drauf. Ich würde gerne wissen, wo es hingeht. Wahrscheinlich ins Nirgendwo. Ich würde sagen, ja, warte, ich sag die Abschiedsworte jetzt einfach mal auf dem Rückweg. Vielleicht schneide ich das auch einfach so, dass ich jetzt weiter aufnehme und dass es einfach geschnitten wird. Egal. Gut, ich renne jetzt mal zurück. Ja, danke fürs Zuschauen. Diese Folgen werden jetzt öfters kommen. Also, ich schätze mal so 2 bis 3 in der Woche. Ich gebe mein Bestes. Ich sage, es kommen noch so einige geile Welten. Mit Hogwarts sind wir noch lange nicht fertig. Da sind, kommen bestimmt einige Folgen zusammen. Wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde gerade mal die keinen ein Achtel der Treppe oder so geschafft haben. Also, ich meine, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet hier unten. Allein das Hingerenne. Aber ja, also, weil fliegen geht schneller. Gut. Ich würde sagen, dann fliege ich jetzt immer noch fix hoch. Versteck mal wieder fix den Geheimgang. Sonst kommt noch jemand und findet den. Das ist ja doof. So. Guck mal, jetzt ruckelt hier nichts. Geil. So, jetzt drücken wir auf den Knopf. Steht da unten eigentlich? Taps this leather. Leather ist doch Leiter, oder? Hat das so geschrieben? Wird das mit TH geschrieben? Nee, Leather. Das ist Leather mit TT. Egal. Ja, gut. Gut, ich stelle mich jetzt hier hin an die. An das Klo, wasch mir nochmal fix meine Hände. Uiuiui. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hasta la vista. Wingardium Leviosa.